Also, liebe Fußballer, erstmal herzlichen Dank, dass wir das Turnier gut überstanden haben, ohne Krankenwagen, ohne Verletzungen. Und ohne großartige Streitereien. Das ist das Allerwichtigste. Egal, wie man Fußball spielt. Wir führen dieses Turnier nun schon zum 6. Mal aus und ich glaube, die Mannschaften, die immer dabei waren, fühlen sich hier wohl. Und ich denke mal, dass die Zeichen gut stehen, dass wir das im nächsten Jahr nochmal wiederholen können. Alles steht und fällt natürlich. Fällt natürlich mit dem Hallenbelegungsplan etc., ob wir da nochmal drankommen oder nicht. Aber da kümmern wir Sommerseller uns drum und wir hoffen, dass wir das auch zum 7. Mal ausführen können, denn es macht einfach eine Menge Spaß. Das Buffet ist noch reichlich da. Ich denke mal, nach dem Duschen oder vor dem Duschen, jeder wie er es mag, kann sich noch ein bisschen was zu essen gönnen. Wir haben ja Sport gemacht heute, deswegen kann man auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Bier ist auch reichlich da. Vorweg kann ich sagen, wir geben erstmal ein, zwei Runden aus und dementsprechend stoßen wir alle gemeinsam darauf an, dass es ein schönes Turnier war. Nun kommen wir zu dem Teil, der natürlich auch immer sein muss. Und zwar habe ich die Aufgabe, nachdem wir alle Spiele bestritten haben, ja, die Siegerehrung zu machen. Vorweg hat mir das Turnier gut gefallen. Schade, dass wir nur 6 Mannschaften waren. Es waren schon mal 7, es waren schon mal 8. Die Herforder Sportsfreunde zum Beispiel waren eigentlich auch immer da. Leider haben die auch keine Truppe mehr zusammenbekommen. Wir müssen auch mal was machen für den Sponsor, genau. Also, fangen wir an. 6. Platz von 6. Heute mal unsere jungen Sommerseller. Sommerseller kann ich noch eins sagen, wir sind mit einer Einstellung hier rangegangen, kein Bier, nicht richtig Laune, das muss das nächste Mal besser werden, so können wir das Dorf nicht präsentieren. Links, rechts neben dir und so weiter, das sind Fahrerinnen extra gestellt worden, von daher kein Ausreden. Also, 6. Platz Sommerseller jung, 5. Platz Sommerselbeck 2, je nachdem wer da gespielt hat, herzlichen Glückwunsch. Auf dem 4. Platz folgt gleich ja, die erste Mannschaft von Selbeck. Ne? Auf den 3. Platz die Turnabteilung vom TuS Bega 09. Herzlichen Glückwunsch. Den 2. Platz nach anfänglichen Problemen, nach Eigentoren und so weiter. Haben wir doch noch den 2. Platz hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt eine Sache, die ich nie gedacht hätte, aber die haben heute wirklich einen sehr guten Fußball gespielt. Die waren immer vom ersten Turnier bis zu diesem Turnier dabei. Und ich gönne denen das auch nicht nur vom sportlichen Sinne, sondern auch von Herzen. Die waren immer da, haben guten Fußball heute gezeigt. Die Schachabteilung, Bahntrupp, erste Liga. Ein Dank auch an die Schachgruppe, ihr seid stark am Brett. Da vorne ist das Gleiche. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da seid. Hoch die Tasche. Ja, bis demnächst.